In Wilhelmshaven lief derweil ein Flottenverband der Bundesmarine in Richtung Afrika aus. Die 750 Soldaten an Bord der 6 Schiffe sollen im Golf von Aden und im Arabischen Meer sichere Seewege gewährleisten und mögliche Verbindungswege von Terroristen unterbrechen. Die Reise ans Horn war von Afrika aus etwa wird 3 Wochen dauern. Der zunächst 6-monatige Einsatz ist Teil des deutschen Beitrages zum Antiterrorkrieg der USA.